Herzlich willkommen zur Videoandacht des Kirchenkreises Hersfeld-Rotenburg. Wir sind Imke Leipold und Bettina Saure. Wie schön, wieder Kinder auf den Spielplätzen zu erleben und Menschen, die sich gegenseitig besuchen. Endlich ein erstes Aufatmen. Wochenlang war unsere Aufmerksamkeit auf die Bewältigung der Krise gerichtet. Die meisten Gespräche drehten sich um das Erleben und den Umgang mit völlig neuen Lebensbedingungen. Dieser Austausch untereinander war wichtig, um den eigenen Standpunkt zu finden und angemessene Bewältigungsmechanismen zu lernen. Jetzt wird es wieder Zeit, das Leben selbst in seiner Vielfalt wieder in das Zentrum unserer Aufmerksamkeit zu rücken. Leben in seiner Vielfalt wahrzunehmen bedeutet, neben der Trauer, dem Verzicht und dem Schmerz, wieder der Freude und dem Glück Raum zu geben. Jeder Tag ist ein einzigartiges und unverwechselbares Geschenk Gottes. Den freudigen Momenten müssen wir bewusst nachspüren. Denn naturgemäß ziehen die schmerzlichen Erlebnisse unseren Blick stärker an und brennen sich in unsere Seele ein. Das bedeutet nicht, dass wir die gegenwärtige Not nicht mehr sehen oder gar positiv umdeuten. Aber wenn wir wie gebannt nur auf den Schmerz starren, finden wir den Weg aus der Not heraus nicht mehr. Die Krise hat den Blick für die Kostbarkeiten des Lebens geschärft, an denen wir sonst oft nur achtlos vorübergehen, weil wir viel zu viel mit dem Alltäglichen beschäftigt sind. Und sie lässt uns spüren, wie kostbar vieles ist, was wir vorher für so ganz selbstverständlich gehalten haben. Lassen Sie uns daher einen Moment innehalten und den heutigen Tag an uns vorüberziehen. Nehmen Sie sich bewusst Zeit, den freudigen Erlebnissen darin nachzuspüren. Wir haben ein Glas mitgebracht, das wir mit Murmeln füllen wollen. Jede Murmel steht für eine Kostbarkeit. Ich lege eine Murmel in das Glas für den herrlichen Duft des Flieders im Moment in unserem Garten. Ich lege eine Murmel in das Glas für die süßen Erdbeeren, die ich heute gekostet habe. Ich lege eine Murmel in das Glas für den Post- und Paketboten, der heute so freundlich bei mir an der Haustür gehalten hat. Ich lege eine Murmel in das Glas für ein neues Theaterprojekt meines Sohnes, über das er sich sehr freut. Und ich lege eine Murmel in das Glas für Rhabarberkuchen und für Rhabarberquark, den zwei Freunde mir zubereitet haben. Ich lege eine Murmel in das Glas für eine liebevoll gestaltete Postkarte von meiner Tochter. Und diese Murmel ist für alle Spaziergänge, die ich mit lieben Freunden und Freundinnen in den letzten Tagen getan habe und für die guten Gespräche. Ich lege eine Murmel in das Glas für die täglichen Spaziergänge durch den Wald, wo mich das Grün so stärkt. Vielleicht ist das eine Anregung für Sie, abends selbst ein Glas mit Murmeln zu füllen und sich an die Augenblicke des Tages zu erinnern, die Sie als Geschenk erleben.
Das Leben in seiner Vielfalt in den Mittelpunkt zu stellen, bedeutet aber auch zu fragen, was will das Leben von mir? Recht unbequem hört sich diese Frage an. Nehmen wir sonst nicht eher die umgekehrte Perspektive ein und fragen, was will ich vom Leben? Wenn das Leben selbst im Mittelpunkt steht, dann geht es nicht primär um die Verwirklichung meiner persönlichen Wünsche, sondern darum, dass wir als Menschen Leben auf dieser Erde so gestalten, dass es für alle ein gutes Leben im Einklang mit der Schöpfung Gottes ist. Im Moment ist die Antwort auf diese Frage, was will das Leben von uns, immer noch Abstand halten, Geduld üben, Hoffnung stärken. Das hört sich alles nach Verzicht an. Aber wir können auf diese Weise daran mitwirken, dass das Leben in seiner ganzen Fülle wiederkommt. Und das ist eine wunderbare gemeinsame Aufgabe, zu hoffen, weil wir das Leben lieben. Ich hoffe, denn ich liebe das Leben. Ich liebe lustvoll spielende Kinder, anmutig tanzende Frauen und kraftvoll singende Männer. Ich liebe tiefgrüne Wälder, orange-rote Rosen und türkisblaue Seen. Ich liebe quirlig flatternde Falter, geschmeidig galoppierende Pferde und gemächlich kriechende Schildkröten. Ich liebe sanft wärmende Sonnenstrahlen, weich kühlenden Windhauch und stark erfrischenden Regen. Ich hoffe, gerade jetzt, denn ich liebe das Leben. Lieben und hoffen. Und alles steht unter dem Segen Gottes. So segne euch Gott der Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.